Meine Damen und Herren, Volk der Bundesrepublik Deutschland, herzlich willkommen zur Neujahrsansprache von Stefan Raab. So, meine Damen und Herren, die Neujahrsansprache von Stefan Raab. Wir sind im Jahre 2010. Und als Sie gestern um kurz vor Mitternacht noch einmal auf die Uhr geguckt haben, haben Sie sicherlich auch gedacht, oh mein Gott! Und das haben Sie zu Recht gedacht, ja? Denn obwohl 2010 Südafrika zu der Welt sagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ja? Ihr und eure Freunde. Wird es 2010 genauso scheiße werden wie 2009, ja? Die Polarkappen schmelzen weiter vor sich hin. Opel wird wieder zu seinen Mitarbeitern sagen, wir können Sie hier nicht gebrauchen, Sie fahren Sie nach Hause. Und Guido Westerwelle denkt sich weiterhin, oh scheiße, mein Englisch ist nicht so gut. 2010, meine Damen und Herren, müssen wir alle fest zusammenhalten. Erfreuen wir uns wieder an den kleinen Dingen des Lebens. Hey, guck mal, Schmetterling! Schmetterling! Denn wenn man sich wieder an den kleinen Dingen des Lebens erfreut, ja, dann ist der Alltag doch viel schöner und fröhlicher. Oder? Ja. Und sollte es 2010 mal für Sie heißen, leider gibt es eine schlechte Nachricht. Reagieren Sie bitte ruhig und besonnen auf diese Nachricht. Für Teenager wird das Jahr 2010 noch härter werden als für die Erwachsenen. Denn 2010 heißt es unter anderem, kein ITQ, kein Schüler-VZ, kein Studi-VZ, kein Facebook, kein MySpace. Eure Eltern, liebe Teenager, werden euch das Leben zur Hölle machen. Aber bitte habt keine Angst. Denn ihr könnt eure Eltern mit einem starken Argument überzeugen. Wie zum Beispiel, guck dich doch mal an! Oder ihr drückt euren Frust auf andere Art und Weise euren Eltern gegenüber aus. Ist doch klar. Na, viele Eltern sind jetzt wahrscheinlich geschockt. Sie denken, oh mein Gott! Wie kann der Rat nur sowas sagen? Ja? Ich werde Ihnen sagen, warum ich das sagen kann. Wir leben, meine Damen und Herren, in einem wunderschönen Land. In einem Land, in dem die Leute nicht nach ihrem Aussehen bewertet werden, ja, sondern nach ihrem Inneren. In einem Land, in dem die Freude noch aus dem Herzen kommt. In einem Land, in dem man morgens das Fenster aufreißen kann und schreien kann, guten Morgen, liebe Welt, ich liebe dich. Und wo ein freundlicher Mitmensch dann antwortet, verpiss dich, du Wichser! 2010 ist all dies nur in einem wunderschönen Land möglich, denn es ist Deutschland hier. So, meine Damen und Herren, dann war's das für diese Woche schon wieder. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jetzt kommt Galileo, Mystery, Bigfoot, Geisterjäger und andere Kreaturen, ja, Sonderzitel wahrscheinlich auch. Ja, so, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, schönes Wochenende und ciao.